Das sind Sophie und ihr bester Freund Timmy. Sie fährt gern Fahrrad, liebt es, auf der Gitarre zu spielen. Und Timmy ist immer dabei. Wenn Sophie groß ist, möchte sie unbedingt Pilotin werden. Nur manchmal geht es Sophie nicht gut. Dann sind ihre Hände oder ein Bein angeschwollen oder ihr tut der Bauch super weh. So ging es früher auch Timmy. Heute ist das zum Glück anders und er kann wieder alles machen, was er möchte. Wie er das geschafft hat, kann er aber nicht richtig erklären. Deshalb besuchen Sophie, Timmy und Sophies Vater eine Ärztin, denn sie weiß, was dahinter steckt. Timmy und Sophie haben beide eine Erkrankung, das hereditäre Angioödem. Man kann auch kurz HAE dazu sagen. Nur sehr wenige Menschen auf der Welt sind davon betroffen. Die Ärztin weiß auch gleich, was HAE mit Sophie macht. Nämlich, dass manchmal ihre Hände und Beine, ihr Hals oder auch ihr Bauch anschwellen kann. Deshalb die Bauchschmerzen. Diese Schwellungen nennt man auch Attacken. Das passiert bei Sophie manchmal auch dann, wenn sie etwas Anstrengendes oder Aufregendes macht, so wie eine Geburtstagsfeier oder langes Gitarrespielen. Manchmal spürt man vorher auch schon ein leichtes Kribbeln, Kopfschmerzen oder es wird einem schlecht. Dann sollte unbedingt den Eltern oder anderen Erwachsenen Bescheid gegeben werden, damit sie helfen können. Die HAE-Attacken beginnen in den Blutgefäßen. Das sind die Röhren im Körper, die das Blut transportieren. Bei HAE fehlt im Körper ein Eiweiß, das dafür sorgt, dass in den Blutgefäßen alles gut abläuft. Dadurch werden andere Stoffe zu viel gebildet und die Blutgefäße werden durchlässiger. Jetzt kann es passieren, dass besonders viel Flüssigkeit aus den Blutgefäßen austritt. Das kann zu Schwellungen führen und diese können auch Bauchschmerzen hervorrufen. Sophie und Timmy sind überrascht, als Papa erzählt, dass er auch von dieser Krankheit betroffen ist und die gleichen Probleme früher hatte, bis er angefangen hat, eine Medizin zu nehmen. Nur die Ärztin wundert das nicht. Denn HAE kann von den Eltern an die Kinder weitervererbt werden. Das bedeutet auch, dass man schon mit der Krankheit geboren wird. Manchmal kann HAE einfach so auftreten, ohne dass die Eltern diese Krankheit haben. Die Ärztin weiß ganz genau, was man dagegen machen kann. Es gibt nämlich eine Medizin und die kann unterschiedlich sein. Die eine Medizin kann man nehmen, wenn man gerade eine Schwellung hat. Also, wenn es akut ist, dann werden die Schwellungen und Schmerzen schnell weniger. Es gibt aber auch Medizin, die man in regelmäßigen Zeitabständen nimmt, auch wenn gerade alles gut ist. Sie sorgt dafür, dass die Schwellungen und Schmerzen gar nicht erst auftreten oder nicht so schlimm werden. Also eine vorbeugende Medizin. Die Ärztin erklärt Sophie, dass sie ihre Medizin ab jetzt regelmäßig einnehmen muss. Das sorgt dafür, dass sich die Krankheit fast nicht mehr bemerkbar macht. So wie bei Timmy. Dann können sie auch viel mehr Dinge zusammen unternehmen. Zum Beispiel schwimmen lernen, Abenteuer auf dem Spielplatz erleben oder neue Freunde kennenlernen. Und sogar der Traum vom Fliegen könnte für Sophie in Erfüllung gehen.